Hallöchen, hier ist wieder euer Hotdog und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir haben jetzt den letzten Part vom Aquatic Update erhalten. Also wollen wir uns hier einmal nochmal kurz angucken. Zum Anfang fangen wir erstmal an mit dem neuen Tierchen, was wir dazu erhalten haben. Und zwar ist es das Phantom, ein fliegendes, nachtaktives Tier, hat die Eigenschaften von einem Zombie oder Skelett. Also das heißt, wenn es genau unter der Sonne ist, dann verbrennt das Ganze. Von da habe ich einfach mal eine Schicht drüber gemacht. So verbrennt es uns nicht und können uns das Ganze auch etwas genauer angucken. Weil wenn das frei ist, fliegt es umher und dann fliegt es auch mal weg und dann ist es immer blöd zum Angucken. Ja, das ist das Phantom. Ich weiß nicht, was man dazu noch sagen kann, außer dass wir im Creative natürlich Spawn Eggs haben. Die sehen natürlich so aus. Wenn wir das Phantom erledigen sollten, erhalten wir davon auch eine Haut. Die Phantom Membran heißt das Ganze. Und mit dieser Membran können wir einiges anstellen. Zum einen können wir einen neuen Trank machen, gehen zum Trinken, zum Werfen oder auch als zum Verweilen gibt. Und das ist der Trank des langsamen Falls, heißt das Ganze. Das heißt, wenn man den trinkt, dann fällt man ganz langsam zu Boden und knallt nicht mehr einfach so ganz hart auf den Boden. Das heißt, man kann das immer trinken, wenn man irgendwo runterspringen möchte und keinen Fallschaden erhalten möchte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir das Ganze trinken? Zum einen brauchen wir erstmal einen seltsamen Trank und ein bisschen Lohnstaub. Natürlich die Haut vom Phantom brauchen wir auch. Dann gehen wir einfach zu einem Braustand. Du siehst, ich habe hier alles schon ein bisschen vorbereitet. Also man packt denn den Lohnstaub rein, die Haut vom Phantom packt man rein, denn einfach nur ein seltsamer Trank und dann brodelt es los. Wenn das Ganze fertig ist, erhalten wir dann halt den Trank des langsamen Falls. So, ich kann hier einmal kurz trinken, damit du siehst, was der macht. Also wir trinken ihn einfach mal kurz. Man sieht schon die Partikel. Und wenn wir jetzt runterfallen, schweben wir ganz gemütlich runter und erhalten keinen Fallschaden. So viel denn erstmal zum Phantom. Aber es ist noch nicht richtig fertig. Und zwar, du siehst es schon, man kann jetzt auch mit der Phantom-Haut seine Elyte reparieren. Früher ging das ja nicht, wenn sie kaputt war, war sie kaputt, dann musste man sich eine neue suchen. Jetzt kann man sie sich, sage ich mal, wieder reparieren und zwar ganz einfach mit der Phantom-Haut. Natürlich geht das Ganze an einen Amboss, also wenn deine Elytra kaputt sein sollte, kannst du damit jetzt reparieren. So, jetzt ist aber das Phantom fertig. Einmal kurz Milch getrunken und schon sind die Pixel weg, die stören immer so ein bisschen. Naja, das nächste Item und das letzte Item, was wir jetzt hier noch besprechen, ist der Barriereblock, den wir haben. Und da ist natürlich die Frage, wie erhaltet man jetzt den Barriereblock, weil wenn du jetzt so denkst, ich will den haben und guckst jetzt einfach mal hier schon im Menü nach, hey, wo ist der, ich bin creative, ich kann mal doch jeden Block rausholen, dann sucht man den an sich vergeblich, da das ein gescheateter Block ist. Den erhält man natürlich nur, wenn man das natürlich anhat in seinem Spiel, also Cheats aktivieren muss man anhaben, bevor man die Welt betritt. Und dann kann man ganz einfach im Chat, müssen wir einfach mal hier was eingeben und zwar ganz einfach, hier, warte, ich muss mir das raussuchen, erstmal hier schräger Strich, dann geben wir einfach mal GIF ein, danach suchen wir uns einmal hier das Ad-Zeichen raus, machen ein P dahin und dann wird uns das hier schon so ein bisschen angezeigt, an der Seite sieht man schon, müssen wir jetzt noch Barriere hinschreiben, dann machen wir mal schnell hier, blub, und das Ganze dann bestätigen und zack, haben wir ihn im Inventar. Das Schöne ist jetzt bei dem Barriereblock, das heißt, ich platziere jetzt hier so ein paar hin, jetzt sieht man natürlich, wo der unsichtbare Block ist, nehmen wir denn den aus der Hand jetzt raus, zack, sind sie unsichtbar, das heißt, man sieht sie nicht mehr. Ist natürlich wunderbar, sag ich mal, wenn man damit ein bisschen arbeitet, weiß man, wo man die unsichtbaren Blöcke sich platziert hat und kann sie so auch ganz einfach wieder wegbauen. Ja, früher ging das ja Ganze auch so ein bisschen anders zu cheaten mit ein paar Commands und da musste man sich da, sage ich mal, übelst verrenken, um das hinzukriegen. Da hat man dann mit Leitern gearbeitet, um die unsichtbar zu machen. Jetzt geht das Ganze, ja, ist ja eigentlich so an sich schon drin. Offiziell jetzt drin, der Barriereblock, könnt ihr euch cheaten und ja, damit irgendwas bauen. Okay, so, das war dann der letzte Part vom Aquatic-Update. Es waren noch ein paar kleine Bugfixes drin, falls euch da irgendwas aufgefallen sein sollte von den letzten Updates. Die sind jetzt alle behoben, laut Minecraft und läuft jetzt alles, würde ich mal sagen. Ja, ansonsten heißt es wieder Minecraft starten, mit dem Phantom ein bisschen rum experimentieren oder auch mit den Barriereblöcken. Jetzt kann man wieder, ja, damit was anstellen. Mal gucken, was ich damit mache. Ich sitze ja hier gerade irgendwie daran, mir zu den Kopf zu zerbrechen, wie ich mir hier den Springfield-Berg hinmache. Es haben doch schon viele runtergeschrieben, dass man den bauen sollte. Und ich habe mir irgendwie gedacht, hier so hin, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir hier den Springfield-Berg hinbauen sollten. Naja, da grübel ich noch ein bisschen. Aber ich habe auch noch ein paar andere Ideen, wo ich jetzt dran sitze. Naja. Okay, so, das war dann das Update vom Aquatic. Wir können jetzt mal hoffen, was jetzt so in der Zukunft kommt. Das ist jetzt durch. Und dann warten wir ab, was Mojang noch für uns bereithält. Ja, aber ansonsten würde ich mal sagen, stelle ich mich vorne hin und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
Aber ansonsten heißt es erstmal Tschüss.